Ja, moin Leute, willkommen zu einem neuen Review. Ja, heute mal mit was ganz Besonderem. Und zwar der Rockstar Mojito. Ja, Mixed Mojito. Ich habe jetzt von dieser Dose nicht ganz so viele, oder an diese Dose nicht ganz so viele Erwartungen. Ja, weil ich denke mal, das wird wie eine Mischung aus der Lemon Ice, die es hier in Deutschland auch gibt, beziehungsweise Lemon Ice, Entschuldigung, Freeze Lime und der. Und halt ganz normal Minze sein. Aber naja, wir werden sehen. Hier haben wir die Nutrition Facts. Könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr wollt. Inhaltsstoffe. Sie ist auch noch gar nicht so lange in Amerika, soweit ich weiß. Bin jetzt auch nur durch einen guten Kumpel rangekommen. Also man kann sie auch nicht auf irgendwelchen Online-Shops bestellen. Vom Design her finde ich sie einfach hammergeil. Vor allem der grüne Top. Ja, bin ich mal gespannt. Kommen wir natürlich erstmal zum Geruch. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Es riecht überhaupt nicht nach Minze, also hat auch nicht irgendwie den typischen Lime Freeze Geruch, sondern einfach nach fruchtiger Limette. Ich kann ja nochmal die Farbe sehen, auch ein bisschen leicht grünlich. Ja, probiere ich mal. Wow. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also es ist überhaupt nicht das, was ich am Anfang gesagt habe. Es ist ein komplett eigener Geschmack. Schmeckt, wie gesagt, sehr nach Mojito, wie der Name das schon sagt. Ein sehr gutes Gleichgewicht zwischen Limette und Minze. Also du hast jetzt nicht, dass die Minze überwiegt oder zum Beispiel die Limette. Es schmeckt sehr ausgeglichen. Und auch sehr natürlich. Also, es ist jetzt nicht wirklich extrem künstlich. Ja. Also, es fehlt wirklich nur noch der Alkohol da drin. Und du hast einen sehr guten Mojito. Anders kann man es nicht beschreiben. Sehr schöner Limetten Minzgeschmack. Ja, ich glaube, besser kann man Mojito gar nicht beschreiben. Die Süße geht auch, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte auch, er wäre viel süßer. Dann würde es nämlich auch nicht mehr schmecken. Also meiner Meinung nach. Das hat er aber nicht. Und ja, Freunde, das war's von dem Review zur Rockstar Mojito. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Genau, nochmal ein kleiner Nachtrag. Die Dose ist vom guten Jan. Link werde ich in die Beschreibung packen. Seine Instagram-Seite. Und ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein.